Sind Sie glücklich? Okay. Ist vielleicht wirklich eine bisschen schwierige Frage oder eine blöde Fragestellung. Wer würde darauf ein klares Ja sagen können? Ja, ich bin glücklich. Ich glaube, das gibt es eigentlich nur in der Werbung. Dass Menschen glücklich sind und die sind glücklich, weil sie ein bestimmtes Auto fahren oder weil sie ein bestimmtes Bier trinken oder ein bestimmtes Waschmittel benutzen. Aber im echten Leben gibt es das nicht wirklich. Also das echte Leben, da gibt es natürlich glückliche Momente. Und ja, wenn die Feier schön gelungen ist oder man so eine richtig schöne Begegnung hatte mit jemandem oder gelungener Urlaub oder auch wenn einem was gelungen ist bei der Arbeit, wenn man was gut hingekriegt hat, ja klar, gibt es glückliche Momente und es gibt ja auch glückliche Phasen im Leben, wenn man verliebt ist und so, aber das normale, echte Leben besteht eben daraus, zu einem großen Prozentsatz ist einfach normal, Alltag, ein bisschen glücklicher, ein bisschen weniger glücklich, aber das meiste spielt sich so halt dazwischen ab. Ne? Und dann gibt es natürlich in jedem Leben auch noch die Zeiten, wo es schwierig ist, glücklich zu sein. Naja, also von daher ist diese Frage, sind Sie glücklich, nicht gut gewählt. Eigentlich geht es darum, eher zu fragen, sind Sie im Grunde glücklich? So eine Grundzufriedenheit, das ist eigentlich realistischer. Und ja, das würde ich Sie jetzt nochmal fragen, sind Sie im Grunde glücklich? Sind Sie im Grunde zufrieden? Ja, und wenn Sie sagen, ja, ich bin im Grunde zufrieden, dann ist das ja sehr erfreulich und vielleicht wäre es auch gut, wenn Sie nochmal weiter nachdenken und überlegen, was trägt eigentlich dazu bei, zu dieser Grundzufriedenheit? Und wenn Sie auf diese Frage, Ihre Antwort eher so ist, ja doch, im Prinzip bin ich ja zufrieden. Also wenn das mehr in die Richtung geht, vielleicht könnten Sie sich nochmal weiter fragen, ja was müsste eigentlich passieren, damit ich zufrieden bin oder zumindest zufriedener bin. Ja, und wenn Sie darüber mal ein bisschen weiter nachdenken, vielleicht fällt Ihnen als erstes ein, ja, zufriedener wäre ich, wenn ich nicht diesen Stress bei der Arbeit hätte oder immer diese schreienden Kinder oder wenn Corona mal endlich vorbei wäre oder sowas oder wenn ich im Lotto gewinne oder meine Traumreise mache. Aber ich denke mal, Ihnen wird es auch so gehen, nach ein bisschen mehr überlegen, stellen Sie fest, eigentlich liegt das mit der Zufriedenheit gar nicht so sehr an den äußeren Bedingungen. Natürlich auch, klar, wenn ich gesund bin und alles so halbwegs rund läuft, ist das natürlich leichter zufrieden zu sein. Aber es gibt genug Leute, die haben alles und sind nicht zufrieden. Es gibt andere, die sind im Rollstuhl und so und sind zufrieden. Von daher ist es eben doch eher eine Frage der Lebenseinstellung, ob wir zufrieden sind oder nicht. Dazu hat Jesus einen sehr tiefsinnigen Satz gesagt. Jesus hat gesagt, du wirst glücklich, wenn du geistlich arm bist. Oder im Originalton, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja, zugegebenermaßen, das ist eine, ist erstmal, hört sich das komisch an. Erstmal kann man es vielleicht auch kaum verstehen und dann ist das nicht sehr eingängig. Aber vielleicht, ich würde sagen, diese ganz eingängigen Slogans, die wir auf irgendeiner Postkarte haben oder wo es so schöne kleine Videos gibt, die man sich so rumschickt, sind ja ganz nett, aber besonders tief gehen die nicht. Bei diesem Satz, der geht in die Tiefe und hat, denke ich, mehr Wahrheit und mehr mit dem Leben zu tun. Aber es ist schon erstmal befremdlich. Glücklich werden durch Armut, also
Arm sein bedeutet ja, dass ich nichts habe, dass ich zu wenig habe zum Leben. Und ja, wer will das schon? Wenn ich nicht genug habe, selber habe, dann bin ich angewiesen auf andere. Also das ist wirklich nicht erstrebenswert. Und dass das zum Glück führen sollte, gut. Was Jesus hier sagt, es geht dabei ja nicht um materielle Armut in erster Linie. Es geht um geistliche Armut. Also es ist nicht eine Frage, ob ich nun reich bin oder arm, viel Besitz oder wenig, sondern geistliche Armut bedeutet ja so viel, dass ich arm bin in Bezug auf Gott. Dass ich angewiesen bin auf Gott. Darum geht's. Mit anderen Worten gesagt, dass ich entdecke, dass ich erkenne, dass ich mein Leben nicht machen kann. Dass ich mein Leben nicht vollständig im Griff habe. Dass ich erkenne und anerkenne, dass ich zwar die kleinen Dinge im Leben, für die bin ich verantwortlich, ob die gelingen oder nicht. Aber das Leben als großes Ganzes, das kann ich nicht machen. Das ist ein Geschenk, das muss ich empfangen, kann ich nur empfangen. Das ist das mit der geistlichen Armut. Und Jesus will uns mit diesem Satz ermutigen, dass wir uns das eingestehen, dass es so ist, dass wir, jeder von uns, dass wir unser Leben nicht machen können. Dass wir nicht dafür garantieren können, dass es gelingt, dass es wirklich Sinn macht und dass wir in der Tiefe Glück haben, Glück fühlen, dass wir in der Tiefe zufrieden sind. Dann können wir unseren Teil dazu beitragen, aber da sind wir angewiesen auf den, der uns das Leben geschenkt hat. Und dazu will uns Jesus ermutigen, dass wir das erkennen, dass wir das uns eingestehen, dass das so ist und dass wir die Erfahrung machen, dass das nicht schlimm ist, dass das nicht einengt, sondern dass genau das frei macht, dass das zufrieden macht. Denn dann hängt meine Zufriedenheit und mein Glück ja nicht mehr an mir, ob ich alles gebacken kriege und ob alles so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern dann ist die Frage des Glücks und meiner Zufriedenheit eigentlich eine Frage des Vertrauens, dass ich darauf vertraue, dass mein Leben in guten Händen liegt. Ja, so kann ich diese Grundzufriedenheit finden, die nicht an mir selbst hängt, sondern wo ich im Vertrauen drauf schaue. Ja, vielleicht nehmen Sie sich nochmal etwas Zeit, dass Sie nochmal darüber nachdenken, wie das eigentlich war in Ihrem Leben und wie das ist im Leben mit dem Glück und mit der Zufriedenheit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diesem Frieden Gottes immer wieder neu auf die Spur kommen. Als kleine Anmerkung noch zum Schluss. Das Ganze mit der Zufriedenheit und auch, dass unser Leben auf einem guten Fundament steht, hat natürlich noch eine andere Seite, nämlich die Frage der Beziehung und wie wir unsere Beziehung gestalten. Darum wird es beim nächsten Mal gehen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.